Beruf und Karriere in der Bildungsregion Liezen. Die BUK.li ging im Kulturhaus Liezen in die zweite Runde. Das Interesse von Jugendlichen mit ihren Elternteilen war groß und ein breites Spektrum an Betrieben und Schulen konnte das Optimum an Ausbildungsmöglichkeiten und Informationen vermitteln, das die Bildungsregion Liezen anbieten kann. Julia, die BUK.li ist, ich sage das jetzt so salopp, gerammelt voll. Das sind junge Leute, das sind Eltern, die sich sehr, sehr interessieren. Also das Konzept funktioniert, dass Eltern mit ihren Kindern ihre Zukunft planen. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass die BUK.li so einen Erfolg jetzt hat. Es ist wirklich unsere Idee aufgegangen, dass Eltern mit ihren Kindern kommen und sich fürs Ausbildungsangebot im Bezirk interessieren. Wie wichtig ist es, dass da die Eltern mit dabei sind und vielleicht ein Stück weit mitentscheiden? Ja, für uns ist es eben ganz wichtig, weil sie eben ein Stück weit mitentscheiden. Sie sind die Entscheidungsträger im Hintergrund, die Kinder nach wie vor, Kinder darf man nicht mehr sagen, Jugendliche, aber trotzdem nach wie vor sehr stark beeinflussen. Und darum ist uns so wichtig, dass Eltern mitkommen, was ja auch letztlich der Grund war, dass wir ein neues Konzept anstatt der Jobmania entwickelt haben. Wenn ich jetzt da ein Mädchen aus dem Bezirk bin, warum soll ich genau zu euch kommen? Erstens aber sind wir regional, zweitens international vertreten und bei uns geht uns eigentlich nichts in der Firma. Die Leute sind lässig und lieb, sei es für die Produktion, Lehrwerkstätte sind eigentlich alle. Darf man sich nicht beschweren, sage ich mal. Alexander, dem Seitenblick nach zu urteilen, bist du für die Produktion zuständig. Wie läuft es für dich in dem Betrieb? Ja, ist absolut top, weil wir haben einfach mehrere Berufe in der Lehrwerkstatt und sind jetzt 22 Leute und haben zwei Ausbildungen eben. Und da kann man in seinem Beruf auch wirklich sich selbst ausprobieren und auch verschiedene Sachen machen. Da war auf der BUK.li, wie gefällt es dir? Ja, gut. Was möchtest du einmal werden? Kindergartentante. Wo möchtest du hingehen? In die Parkhip. Sarah, wie gefällt dir die BUK.li? Es gefällt mir schon ganz gut. Was magst du einmal werden? Friseurin. Das Angebotsspektrum ist enorm, ja. Und das ist das Schöne, wenn man dann einmal schaut, welche Angebote es gibt. Es gibt so viel. Man muss einfach nur einmal bündeln. Und das ist heute sehr gut gelungen und das ist auch in Kröpling gelungen. Sagt man da ein 14-jähriges Mädchen, wie ist das für eine Mutter? Wie geht man da mit? Wie beraut man? Ja, es ist gar nicht so einfach, weil eben gerade für als Moderatorin da nicht wirklich Ausbildung gibt. Gell? Der erste Weg ist die Matura wahrscheinlich, wo man halt jetzt so schauen, was da die beste Schule ist. Und da haben wir uns jetzt schon einiges angeschaut und ja, jetzt müssen wir es uns halt noch überlegen. Was hast du da heute angeschaut? Was taugt da auf der BUK.li? Die ganzen Berufe, was man erlernen kann und auch die HLW. Was möchtest du lernen? Ja, so Tourismus, so irgendwas. Es kommen da heute die Eltern mit ihren Kindern. Wie kann man es da passend beraten? In dem Fall passend beraten ist, man kann sagen, die Schüler kann man beim Interesse schnappen und die Eltern eigentlich ein bisschen mehr informieren, was dahinter steckt. Also ist schon sehr wichtig, dass Elternteil auch mitkommt. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern mitkommen, weil die Schüler in dem Alter wissen oft selber gar nicht, wie sie fragen sollen und wo sie ansetzen sollen. Und die Eltern fragen aber sehr genau nach. Herr Bürgermeister, als Bürgermeister trägt man Verantwortung. Wie bedeutsam ist es, dass man sein Kind in der Berufsentscheidung begleitet und berät? Ich glaube, dass das was ganz Wesentliches ist. Man soll vor allem dem Kind die Möglichkeit geben, dass sie ihre Interessen weiter verfolgen kann. Und Beruf und Karriere ist ganz was Wesentliches. Und ich bin der Meinung, dass vor allem dann, wenn man zuerst eine solide Schulausbildung macht, das kann eine Matura sein, egal, wir haben sehr viele gute Schulen in unserem Bezirk, und sich dann vielleicht überlegt, noch einen Lehrberuf zu lernen, dann ist das sicherlich ein ganz besonderer Start für eine spätere große Zukunft und Karriere. Auf der Messe heute sind Eltern mit ihren Kindern. Wie wichtig ist das? Also es freut uns irrsinnig, dass die Eltern eben zur BUK.li mitkommen sind. Wir haben ja die BUK.li neu konzipiert und eine unserer Ziele war, dass wir nicht nur die Jugend und die Schulen ansprechen wollen, sondern auch die Eltern ansprechen wollen. Die Eltern haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung der Berufswahl. Und umso schöner ist, dass die Eltern auch diese Chance nutzen und sie heute über dieses breite Angebot an Schulen, Institutionen und Lehrberufen in der Region informieren. Die Entscheidung, in welche Richtung der Weg die Jugendlichen führen soll, müssen sie selbst treffen. Die Eltern sollten ihren Kindern in dieser Orientierungsphase unterstützend zur Seite stehen.
Nur eine starke Jugend gibt uns die Kraft und Motivation, die Wirtschaftskraft des Bezirkes weiter zu entwickeln.